Wenn man viele Gebete verpasst hat, muss man sie nachholen? Das kommt darauf an, ob man sie entschuldigt verpasst hat oder nicht entschuldigt. Zum Beispiel eine Person war bewusstlos. Er ist in Koma gefallen und landet im Krankenhaus auf der Intensivstation. Jetzt bleibt er zum Beispiel dort 2 Wochen. Muss er diese Gebete nachholen? Ja, er holt diese Gebete nach und nach, holt er sie, inshallah, nach. Aber eine Person, der hat seine Füße hochgemacht, sich auf seinem Fernsehsessel gesessen, die Erdnüsse rechts und die Chips links und vor ihm den Schokodrink und hat Netflix die ganze Zeit geguckt, 14 Tage hintereinander. Bei ihm, er holt die Gebete nicht mehr nach. Diese Gebete sind an ihm vorbeigestrichen, weil er sie absichtlich verpasst hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.